Tachchen, Leute! Tachchen! Wir sind unterwegs und haben richtig Bock auf eine schöne Tour mit Übernachtung. Ja, wir haben uns hier einen schönen Ort rausgesucht. Schöne Heidelandschaft, durch die wir mal ein bisschen tigern wollen. Das alles ein bisschen anschauen. Frage an euch. Wir sehen jetzt schon wieder sehr, sehr viele Birken. Ja, man sieht sie so vereinzelt im Hintergrund, ne? Was wir meinen. Das haben wir noch nicht gesagt. Was meinen wir denn, Anni? Ja, also dieses Abgebrochen immer. Warum sind Birken eigentlich immer so am Sterben, sag ich mal? Ja, gerade so in offenen Heidelandschaften hat man das, dass die halt immer so, ja, stellenweise, man sieht es hier hinten, wegbrechen, relativ früh abknicken und so weiter. Also aber wirklich in Masse auch, ne? Ja, ist überall. Warum ist denn das so? Sind die nicht windresistent oder verdursten? Also verdursten nicht, doch, die brauchen ja sehr viel Wasser. Ist es zu trocken gewesen dann oder was ist das? Vielleicht gibt es ein paar Forstökonomen unter euch, die uns da mal aufklären können. Das würde uns wirklich mal interessieren. Das ist ja bei uns im Wald auch so, wenn du dich mal erinnerst. Ja, stimmt, ja. Dass da jetzt die großen Birken alle reihenweise krachen gehen. Komisch, ne? Also ich verstehe es wirklich nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. So, Tachchen. Ich hoffe, das hat funktioniert, dass der Zukunfts-Ben im Schnitt erfolgreich hier einen kleinen Einspieler der Naturensöhne soeben eingeblendet hatte. Und da haben wir erfahren, dass die Söhne eine Frage haben. Und die Söhne möchten gerne wissen, warum Birken zurzeit immer häufiger so aussehen und nicht so wie die gesunden da hinten. Ja, und da fühle ich mich angesprochen, da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also es gibt keinen, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, vielleicht gibt es ihn doch, aber dann haben wir es noch nicht entdeckt, keinen neuen Pilz, der jetzt irgendwie besonders effektiv die Birke umbringen würde. Es gibt auch keinen Birkenfresskäfer, der jetzt irgendwie hier die Birke besonders effektiv umbringen würde oder sonstigen Käfer. Natürlich hat die Birke einen Haufen Pilze, sie hat auch einen Haufen Käfer. Aber das ist alles nichts Neues und erklärt damit alles nicht unbedingt den Zustand, den die Birke derzeit deutschlandweit hat. Also zunächst mal muss ich aber doch mal kurz noch lobend erwähnen, also die Beobachtung, dass die Birke Probleme hat, ist vollkommen richtig. Das zieht sich durch die gesamte Bundesrepublik und darüber hinaus. In Gesamtmitteleuropa haben wir diesen Effekt, dass wir leider mit vermehrtem Birkensterben, naja, rechnen müssen in der Zukunft, das vielleicht nicht, ne? Da komme ich gleich noch zu, aber dass es zumindest zu beobachten ist, dass das stattfindet. So, und zur Erklärung müssen wir jetzt ein bisschen, kleines bisschen, ich versuche mich wirklich so kurz zu fassen, wie es geht, ausholen und kurz sagen, die Birke ist ein Pionierbaum. Ne? Sie ist das Beispiel für den Pionierbaum schlechthin. Kein anderer Pionierbaum ist so Pionierbaum wie die Birke. Ja? Und ein Pionierbaum, das bedeutet, das ist ein Baum, der neues Land besiedelt. Das macht ein Pionier halt. Ne? Und zwar jedes Land, auf dem gerade kein Wald steht. Dass wir also hier offensichtlich am Waldrand Birke stehen haben, das ist kein Zufall, sondern dieser Waldrand, der verlief ursprünglich mal da, wo ich jetzt stehe ich am Waldrand, wie ihr sehen könnt, ist hinter mir noch Wald. Das liegt daran, dass sich dieser Wald eben selbstständig mit Pionierbäumen, vor allen Dingen mit Birke, nach da Richtung Acker ausgebreitet hat. Der Acker wird nicht mehr so intensiv genutzt. Das heißt, der Wald nutzt die Gelegenheit, um sich auszubreiten und um neues Land sozusagen zu Wald zu erschließen, braucht man halt einen Pionier und da bietet sich die Birke an. Pionierbäume haben grundsätzlich die Eigenschaften, geringe Lebenserwartung, hohen Lichtbedarf, aber dafür super rasches Jugendwachstum, ausgesprochene Anspruchslosigkeit an den Boden, in dem sie rumstehen, meistens geringen Wasserbedarf und was ganz wichtig ist, sehr frühe Fruktifikation bedeutet, die sind schnell geschlechtsreif. Um es mal so zu formulieren, dass man es auch versteht. Und zwar in 10 Jahren. Das klingt jetzt vielleicht sogar ein bisschen beeindruckend, selbst wir Menschen brauchen länger, um geschlechtsreif zu werden. Für Bäume ist also 10 Jahre sensationell schnell. Eine Buche, die braucht locker mal 35 Jahre, eine Eiche, da kann es auch schon mal 50 dauern, bis die zum ersten Mal blüht und wirklich fruchtbare Samen erzeugt. Das heißt, die Birke ist also wirklich sehr, 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 sehr früh dran und in diesen 10 Jahren, die sie eben braucht, um fruchtbar zu werden, also mannbar spricht man da immer bei Bäumen von, da hat sie in der Zeit meistens auch durch ihr rasches Jugendwachstum, wohlgemerkt rasches Jugendwachstum, danach nichts mehr mit raschem Wachstum, aber in der Jugend schon 5 bis 7,5 Meter in 10 Jahren an Höhe gewonnen. Das ist sehr gut, da gibt es noch
krasseres im Pflanzenreich, keine Frage. Aber für deutsche Bäume, die bei uns einheimisch sind, nicht nur bei uns, Birke ist fast zirkumpolar verbreitet, also auch unsere Birke hier, das ist übrigens die Sandbirke oder Hängebirke oder noch diverse andere Namen, Betula pendula, aber das ist die häufigste Birke sein, die wir irgendwo in Deutschland finden können. Es gibt noch eine zweite, die Moorbirke. Wo steht die wohl? Wer es errät, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, nee, ist zu simpel, ne? Egal. Jedenfalls, diese Eigenschaften als Pionier sind halt dafür da, dass sie schnell da ist. Ach so, übrigens, haben vergessen, letzte Pioniereigenschaft, war glaube ich jetzt siebter Finger oder sowas, ist die Samen, wenn sie dann früh welche hat, sind sehr ausbreitungsfähig. Birkensamen sind winzig, Birkenpollen noch winziger, Allergiker können ein Lied davon singen und breiten sich über lange Distanzen aus. 2 Kilometer sind nachgewiesen, noch weiter ist durchaus vorstellbar, ist dann halt nur schwierig nachzuweisen. Im Regelfall aber so in 50 Metern um die Altbirke drumherum kommen die meisten Samen runter. Damit ist es eigentlich fast überall im Wald möglich, dass im Abstand von 2 Kilometern irgendwo eine Birke steht, die in der Lage ist, vereinzelt mal einen Samen auf zum Beispiel eine entstandene Kahlfläche im Wald, weil der Käfer was gefressen hat zum Beispiel, fallen zu lassen, und dann wächst auf dieser Kahlfläche als allererstes möglicherweise ein kleiner Birkenwald oder zumindest ein Birkenanteil in dem neuen Wald, der auf der Kahlfläche entsteht. Deswegen ist die Birke eben zur Zeit, wo wir viele Kahlflächen im Wald haben, auch ein unglaublich wichtiger Baum, weshalb es auch weh tut, so viele, ihr seht sie hier hinten auch überall liegen, ne? So viele kaputte Birken derzeit im Wald zu haben, jetzt wo wir sie gerade dringend bräuchten, um unsere Löcher im Wald eben auch wieder zuzumachen. Ja, das sind so die wesentlichen Pioniereigenschaften. Es zielt halt darauf ab, früh da sein, sobald irgendwo eine Fläche frei wird, auf der man als Wald sozusagen, also als Waldbaum einen neuen Wald begründen kann, ne? Also neu siedeln, Pionier, ne? Zweitens, schnell groß sein, um schnell Samen produzieren zu können und sie schnell aus einer vernünftigen Höhe in die Landschaft schmeißen zu können. Ja, weil je höher der Baum ist, wenn er Samen oben runter schmeißt, desto weiter fliegen die. Wenn der nur 30 cm hoch ist und schmeißt seine Samen raus, dann bleiben sie im Grashalm hängen. Ne? Ist er 7,5 Meter hoch, dann ist ein Grashalm kein Problem mehr. Es sei denn, wir sind in China und im Bambuswald. Das ist nämlich ein Gras. Egal. Und für unsere Verhältnisse ist das also ganz, ganz essentiell. So, und um das alles zu können, um wirklich diese Pioniereigenschaften perfekt auszuführen, hat das leider einen Preis. Nämlich, man kann halt nicht alles können. Das geht einher mit hoher Empfindlichkeit auf Staunässe, wenn sie dann mit der Wurzel tief drin hängt, die Sandbirke wohlgemerkt. Dafür gibt es ja die Moorbirke, die kann das, die Sandbirke nicht unbedingt. Auf hohe Empfindlichkeit, nächster Nachteil, wenn sich im Laufe des Lebens die Bedingungen mal ändern, das wird gleich noch der Knackpunkt sein, und sehr hohen Lichtbedarf, ist also irgendwas da, was Schatten auf unsere Birke wirft, ein anderer Baum, ganz egal welcher, dann ist unsere Birke ganz schnell kaputt. Und selbst dieser Schatten, also dieser hohe Lichtbedarf, äußert sich auch so, dass eine junge Birke unter einer alten Birke, also hier zum Beispiel drunter, ne, da könnte man jetzt denken, da wachsen jetzt neue Birken. Würden sie auch tun, wenn es dann nicht schon zu dunkel wäre. Und hier ist es nun gar nicht dunkel eigentlich. Aber ein bisschen Schatten reicht schon, und schon ist die Birke nicht mehr in der Lage, dann vernünftig zu wachsen. Ne? Übrigens die weiße Rinde, die wir alle sehr schätzen und gerne anzünden, das ist auch ein Resultat dadurch, dass die Birke ja wohin will, wo noch kein Wald ist. Und wo noch kein Wald ist, ist erstmal Sonne. Die kann sie zwar gut brauchen zum Wachsen, gleichzeitig ist Sonne aber auch immer UV-Strahlung, und UV-Strahlung macht lebendes Gewebe kaputt und würde auch zum Beispiel so eine Rinde von den ganzen anderen Laubbäumen, die hier rumstehen, das ist so eine Mischung aus Buche, Hainbuche, bisschen Bergahorn, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, ein paar Kirschen sind noch dabei, die haben alle das Problem, wenn die Sonne knallehart auf ihre Rinde scheint, dann geht die Rinde kaputt wegen UV-Strahlung und die kriegt quasi Sonnenbrand. Ja, das gibt es auch bei Bäumen. Die Birke nicht, weil die ist weiß. Und was macht weiß? Ja, reflektieren, und damit deswegen ist sie weiß. Ja, das ist der Grund, warum die Birke auch der einzige weiße Baum ist, der bei uns so rumsteht, weil sie halt der einzige Baum ist, der Pionier der Pioniere ist und im prallen Sonnenschein wachsen kann. Ne? Die anderen können es nicht. Warum nicht? Ja, weil sie eben nicht weiß sind. Tada! So, und so viel jetzt dazu. Also diese ganzen Pioniereigenschaften sind halt wahnsinnig wichtig, um diese eine unglaublich wichtige für die komplette deutsche Natur, ne? Oder mitteleuropäische Natur, je nachdem wie international ihr gerade sein wollt,
um das leisten zu können. Das kann die Birke wirklich am allerbesten. Aber die geringe Lebenserwartung ist halt so ein bisschen ein Punkt. In jungen Jahren schon gleich zu wachsen, als gäbe es keinen Morgen mehr, ist nicht gesund. Das scheidet dann wirklich, das setzt sich in einer geringen Lebenserwartung fest. Und in frühen Jahren schon einen Haufen Samen zu produzieren, das habe ich vergessen zu erwähnen. Sie macht nicht nur Frühsamen, sie macht auch früh viele Samen. Und auch das äußert sich dann wieder in einer Reduktion der Lebenserwartung. Soll bedeuten, wenn sie dann mal steht und nachdem sie ein paar Jährchen Samen gemacht hat, also ab 15, 20 Jahren, ab diesem Alter ist sie schon fragil, weil sie, um eben in dieses Stadium zu kommen, wirklich schon alles gegeben hat auf Kosten der eigenen Gesundheit und jetzt reicht im Grunde ein kleines Problem, um unsere Birke auch schon umzubringen. Was ökologisch gesehen nicht schlimm ist, weil sie hat sich ja bereits 5 bis 10 Jahre lang vermehrt und schon dafür gesorgt, dass auf der nächsten Wiese, wo gerade kein Wald ist, schon die nächsten kleinen Birken hochkommen und dann der nächste Birkenwald dran hochwächst. Ne? Also selbst wenn sie Glück hat und keine Sachen passieren, die ihr gefährlich werden können, dann ist ihre Lebenserwartung im Schnitt auch wirklich trotzdem nur so 60 bis 80 Jahre. Also heutzutage wird selbst ein Mensch älter als so ein vergleichsweise kurzlebiger Baum. Sie kann 120 werden, das können wir aber auch rein technisch gesehen. Und damit ist sie sehr gut vergleichbar eben mit Menschenleben. So, und jetzt müssen wir noch eine Sache kurz klären, dann haben wir es im Wesentlichen. Dann können wir auch auf die Hauptursache eingehen. Das Problem von allen Bäumen ist, dass sie einen Kompromiss finden müssen zwischen Angepasstheit und Anpassungsfähigkeit. Ja, bist du angepasst, dann bist du der Profi, um an dem Ort, an dem du rumstehst, auch noch ganz lange stehen zu bleiben. Ja? Aber der Ort, an dem du rumstehst, soll dann bitte auch immer so bleiben, wie du dich halt eben entsprechend angepasst hast. Ne? Also im konkreten Fall für Bäume, die da hinten haben sich an eine Jahresdurchschnittstemperatur von 8,5 Grad gewöhnt, an knappe 700 mm Jahresniederschlag und an Lössboden. Wenn ich jetzt da hingehe und buddel denen den Lössboden unter den Wurzeln weg und pack ihnen Sand hin, dann sind die alle tot, weil sie halt angepasst sind auf die Bedingungen, wo sie zu Recht von ausgehen, dass sie wahrscheinlich noch eine Weile anhalten wird. So, dass wir jetzt den Boden ändern, ist unwahrscheinlich. Ja, dass wir die Wassermenge, die da so runterkommt, ändern, das ist schon deutlich möglicher. Dass wir die Jahresdurchschnittstemperatur ändern, wer das noch nicht mitbekommen hat, der tut mir leid. Und das ist der Knackpunkt. Ja. Also solche toten Birken, wie dieser ganze Haufen hier, das sind Dürreschäden. Die Birke braucht zwar wenig Wasser, wenn sie, und das ist der wesentliche Punkt, ja, bei der Keimung, in dem Moment, wo hier die junge Birke hochwächst, in den ersten 2-3 Jahren realisiert, dass sie an einem Ort wächst, an dem es wenig Wasser gibt. Dann stellt sie sich darauf ein, okay, ich bin hier, wo es wenig Wasser gibt. Und dann hat sie sich in diesem Moment angepasst, um nochmal diesen Begriff rauszuholen, auf wenig Wasser. Ja? Und ihre Anpassungsfähigkeit, die sie hat, bis sie so etwa 3, 4, 5, 6, 7 Jahre alt ist, ist dann weg. Ja? Also sie ist 3, 4, 5, 6, 7 Jahre in der Lage, sich zu orientieren, wo stehe ich überhaupt, ne, was habe ich hier für einen Boden, aus welcher Seite kommt das Licht, gibt es hier viel Schatten, gibt es hier wenig Schatten, die analysiert quasi alles, wo sie steht. Sie kann ja schlecht weglaufen. Ne? Und in dem Moment, wo sie meint, mit ihrer Analyse fertig zu sein, also meint in Anführungszeichen, aber es findet da wirklich eine gewisse Entscheidungsfindung statt. Ja, Bäume haben vielleicht kein Bewusstsein, was wir in irgendeiner Form nachvollziehen können, aber sie treffen Entscheidungen, das gibt es schon. Auch wenn die nur genetisch programmiert sein mögen, was wahrscheinlich so ist. Aber so hundertprozentig verstanden haben wir das tatsächlich noch gar nicht. Egal. Jedenfalls hat der Baum sich dann festgelegt und geht davon aus, dass diese 3 bis 4 Jahre, die jetzt ausschlaggebend für ihn waren, um festzustellen, was für Bedingungen hier jetzt herrschen, dass diese Bedingungen bitte auch bleiben mögen. Spezialisiert sich auf genau diese Bedingungen und solange die bleiben, wächst die Birke prima. Ändern sich diese Bedingungen, auf die sie sich jetzt festgelegt hat, dann kommt sie nicht klar. Ja? Also sie opfert ihre Anpassungsfähigkeit, die sie eben als Samen hat, in jungen Jahren hat, nach der Keimung noch hat, um dann eben in den nächsten Jahren möglichst optimal die Dinge zu tun, die ein Pionierbaum tut, nämlich eine gewisse Höhe erreichen und Samen produzieren. Ja? Und damit
hat sie keine Abwehrmechanismen oder nur sehr, sehr wenig, wenn halt was Außergewöhnliches passiert. So, und jetzt können wir mal zurückgucken, wann hatten wir denn in der jüngeren Geschichte solche Bilder wie dieses hier? Daran werden sich die meisten nicht mehr erinnern, ich muss es auch nachlesen. 2004, 2005 gab es eine Birkensterbewelle. Warum? Naja, weil 2003 ein Extremsommer mit großer Dürre war, großer Sommerdürre. Und große Sommerdürre verträgt unsere Birke nur dann, wenn sie irgendwo steht, wo sie gewöhnt ist, dass es große Sommerdürre gibt. Da 2003 aber eine bis dato noch nie dagewesene Sommerdürre gewesen ist, konnte sie sich darauf nicht anpassen und deswegen sind viele weggestorben. Allerdings immer erst mit 1, 2, 3 Jahren Verspätung. Ja, die werden dann quasi tödlich verwundet, kann man so sagen, und sterben dann langsam vor sich hin und fallen dann halt erst 2, 3 Jahre später überhaupt erst tot um. Ja? Aber der auslösende Faktor, was die Birke umgebracht hat, war 2003. So, und das gleiche Phänomen hatten wir 2018, 2019. Auch da sind viele Birken innerhalb dieser Jahre umgebracht worden. Und dann aber erst 21, ja, manche vielleicht so ganz späte 22 umgekippt. Auch viele schon 20, einige auch schon bereits 18. Ja, also manchmal geht es direkt, in vielen Fällen dauert es noch ein paar Jahre. So, und dass wir dieses Jahr, obwohl letztes Jahr ja alles so schön nass war und man als Waldfreund durchaus aufatmen darf, dass wir dieses Jahr schon wieder so viel tote Birke rumliegen haben, deutschlandweit, also ich möchte nochmal betonen, das habt ihr sehr gut beobachtet, also die Naturensöhne, dass das tatsächlich ein sehr weit verbreitetes Phänomen ist. Das liegt an 2022. Die Sommertrockenheit von 2022 hat den Birken, die 2018-19, also 2018-19 noch überstanden haben, jetzt sozusagen noch den letzten Gnadenstoß versetzt, die sie gerade noch so am Leben waren, sind sie jetzt umgebracht worden, sozusagen. Ne? Natürlich gibt es noch Birken, die das komplett überlebt haben. Ich bin zum Beispiel bei denen da. Ich gehe mal hin. Hier bin ich noch recht optimistisch, dass mir die hier noch ein bisschen erhalten bleiben. Die sind zwar krumm, wie man sieht, aber die lehnen sich auch schön in Richtung Licht. Die sind also absichtlich krumm. Also das könnte schon durchaus noch eine Weile gut gehen, hoffen wir es. Ne? Diese Trockenheit, die dann eben dazu führt, dass die Wurzel schlicht und ergreifend austrocknet, sorgt dafür, dass wenn die Wurzel mal ausgetrocknet ist oder ansatzweise ausgetrocknet ist, dann stirbt sie teilweise ab und just in diesem Moment, wo sie ein bisschen abgestorben ist, entsteht quasi totes Material. Das ist wie wenn dir deine Hand erfriert und du lässt dann den erfrierenden Fleischklumpen dran hängen. Also nichts amputieren, sondern hängen lassen. Dann wirst du relativ schnell durch den erfrierenden Fleischklumpen, der noch weiterhin Zugang zu deinen Blutgefäßen und so weiter und so fort hat, eine Sepsis und ähnliche schöne Sachen kriegen. Ja? Oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber so ähnlich können wir uns das tatsächlich hier bei unserer Birke angucken. Die hat nämlich einen Stammfuß, der abgebrochen ist, weil der komplette Stamm unten schon weggefault ist. Ja. Und das Lustige ist, der Baum hängt noch nicht lange so da. Ja, das ist jetzt im Oktober oder was. Wir haben ja Februar, ist der umgekippt, soweit ich weiß. Und der Stamm ist, das könnt ihr jetzt hier nochmal schön sehen, also wirklich schon sensationell ausgehöhlt, weil der halt von innen nach außen sozusagen weggefault ist, von der Wurzel kommend die Fäule reingekrochen. Das ist also ein möglicher Grund, weil ich ihn hier schön zeigen kann, was Dürreschäden bei der Birke anrichten können. Kaum ist mal ein bisschen totes Gewebe sozusagen an der Wurzel vorhanden, ist der Infektion durch Pilze übrigens in den Wurzelraum Tür und Tor geöffnet. Der Pilz bohrt sich durch das ganze Holz, frisst sich sozusagen vorwärts und sorgt dafür, dass die Standfestigkeit von der Birke im Eimer ist. Ja, und dann fällt sie um. Ja. Drum auch diese so auf ein paar Meter Höhe abgebrochenen Stämme, die man auch super bei euch, also bei den Naturensöhnen jetzt wieder, ne, sehen kann, dass das gleiche Phänomen, dass da einfach durch die Trockenheit irgendwo Gewebe geschädigt worden ist, ein Pilz ist eingedrungen, ein Pilz hat sich ausgebreitet und der kann auch schon mal deutlich weiter oben im Stamm eben ein Umknicken verursachen. Wenn man sich diese Knickstellen mal anguckt, ist das meistens schon pilzzersetztes Holz. Das kann man sich zum Beispiel nicht mehr zum Schnitzen gebrauchen. Man möchte damit auch nicht mehr Feuer machen. Ist also eine Kombi-Todesursache sozusagen. Ja? Also die Birke fassen wir zusammen. Als Pionierbaum reagiert sie außerordentlich empfindlich auf
kurzfristige Änderungen ihrer Lebensbedingungen, auf die sie sich nicht eingestellt hat. Sie kann trocken, ja, wenn es immer gleichmäßig trocken ist. Sie kann nass, wenn es immer gleichmäßig nass ist. Sollte sich an einem von beiden mal was ändern im Laufe der Birke, die sich entweder auf Trockenheit oder auf nass spezialisiert hat, dann hat sie ein großes Problem. Und nur die, ja, ich sage jetzt mal, vitalsten, gesündesten Birken überleben eine solche Standortänderung während eines Jahres. Die allermeisten sind dann tot. Was aus ökologischer Sicht für die Birke nicht schlimm ist, weil ihr 10, 20, 30 Jahre Lebenserwartung eigentlich auch schon reichen, um ihren Job zu machen, möglichst viele Birkensamen in die Umgebung zu schmeißen. Na klar, wenn sie das 80 Jahre machen kann, wird sie sich auch nicht beschweren. Aber es ist kein Grund zur Sorge, will ich damit sagen. Ja? Also die Birke kommt zurück, wenn sie jetzt mal kurzfristig ein bisschen weg ist. Die kommt garantiert wieder. Die Bäume merken im Regelfall noch kurz bevor sie sterben, dass sie bald sterben und machen dann noch eine sogenannte Notfruktifikation. Das heißt, diese Birken werden im Regelfall noch mal einen Haufen Samen in die Landschaft geschmissen haben. Und wir werden dieses Jahr, also 2024, hoffentlich sehen, dass überall kleine neue Birkchen hochkommen, wo wir jetzt leider so mittelalte Birken verloren haben. Ja? Also an sich wirklich ein faszinierender, toller Baum. Wird immer wieder passieren, wann immer wir mal wieder ein extremes Dürrejahr haben, auf das sich die Birken nicht angepasst haben, und die werden kommen. Vielleicht nicht ganz so häufig wie in letzter Zeit, hoffe ich zumindest sehr, aber kommen werden die. Dann werden wir auch immer mal wieder da, wo die große Dürre gewesen ist, erleben müssen, dass wir ein paar umgeknackte und später dann, zwei Jahre später, wie gesagt, ein paar umgefallene, umgeknackte und kaputte Birken haben werden. Das ist besonders auffällig bei Stadtbirken. Die haben ja zusätzlich zu dem Umstand, dass sie das gleiche Problem haben, da ist ja genauso trocken. Gießen tut im Regelfall selten nur mal jemand, und eine Stadtbirke hat ja nicht beliebig viel Waldboden drumherum um die Wurzel, sondern steht meistens in irgendeinem kleinen Pflanzloch im Asphalt. Also wer in der Stadt wohnt und feststellt, die Birken in der näheren Umgebung, stadtnahe Birken, urbane Birken sozusagen, die sind komplett alle kaputt, das ist auch genau der gleiche Effekt, der halt eben durch die Tatsache, dass ein Baum in der Stadt weniger Fläche für die Wurzel hat, weniger Fläche hat, in der Wasser versickern kann, was dann von der Wurzel aufgenommen werden kann, eben nochmal verstärkt wird. So. War es doch länger, als ich dachte, aber ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Hoffe, das passt euch so, und den anderen hoffentlich auch. Ne? Und das wär's von meiner Seite. Ja, geht's einkaufen. Hab Hunger. Tschüss.